Was geht? Was geht bei dir? Nicht, ich hab ein bisschen Copsies geärgert. Ja, Ärger. Kredit getan. Ja, genau. Gib die doch auf. Bitte? Dann macht's mehr Sinn, Wasserhahn zu ärgern. Ich hab die ganze Zeit 2019 angerufen. Ich ärgere nur noch Cops. Habe ich mir auch meine Krawatte geschrieben. Aber dann weinen die doch. Ja, eben. Das ist wie kleinen Kinder den Lolli wegnehmen. Oh. Okay, ich bin was dabei. Was machen wir? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Die sind schon sehr sauer auf mich wegen den Helikopters. Die haben schon einmal einen Rundfunk rausgesendet. Nein. Aber ich glaube, ich sollte es auch nicht übertreiben. Wir können auf Auto umsteigen und Verfolgungsjagd mitmachen. Die 1927.500 Paragraph 23er, die gelben, haben irgendwie Bock, Cops hochzunehmen. Oh, bist du dabei, du? Das ist jetzt hier mein Parkplatz. Und die waren richtig sauer, dass wir unsere Autos nicht angemeldet haben für unsere Detektei. Nein! Die waren richtig sauer. Richtig böse. Jawohl. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich so bin, wie ich bin. Aber irgendwie haben es die letzten Wochen halt nicht besser gemacht. Bis da oben die Luft wieder gut. Ja, ganz kurz gucken, ob ich das schöne Ding hier zugemacht habe. Das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen Luft. Schade, wenn nicht. Ryan macht einen faulen Sofatag und... Natürlich, war auch kurz mal überlegen. Hat auch was? Hat was, viel sogar. Hm. Das andere, Entführer. Was hast du denn für eine... Was machst du denn? Wie hast du... Hast du Hallo? Du bist entführt? Keiner glaubt, dass ich das bin. Oh. In Türkei. Easy, meine. Mama Rosa wollte ich nicht. Ich meine. Oh ja, Zöpfe. Was ist, wenn wir es doch ganz anders angehen? Das ist ein bisschen spät, findest du nicht? Ja, nee, pass auf. Okay. Was ist, wenn du mir gleich ordentlich eine reinzimmerst? Ja. Auf keinen Fall. Ja. Auf keinen okay, Fall. Ich, vergiss es. Jetzt hör mir doch mal zu. Ja. Okay, oder ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Hau mir ein Brett vor den Kopf. Auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, oder so, dass ich eine kleine Platone in der Lippe habe. Ich habe schon Schlimmeres gehabt. Pass auf. Und dann findest du mich und wir holen die Cops und ich laber verwirrt was von Entführung und Drohung und sowas und dass ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich den schon mal gehört hätte, vielleicht einen Cop, LSPD, bin mir nicht sicher, um das Ganze, was wir demnächst machen, schon vorzubereiten? Minus dem, ich hau dir auf die Fresse, finde ich das eine gute Idee. Naja, ich muss irgendwie ein bisschen, irgendwie, ey, kleine Platzwunde an der Lippe, das kriegen wir easy. Kleine Platzwunde an der Lippe, Ohrfeige. Bist du blöd? Weil ich, nein, auf Doch. Keinen Fall. Wenn nein. ich ganz unversehrt nein. bin, ist das unglaubwürdig. Du kannst von mir aus gegen eine Wand laufen, das ist gar kein Problem. Kannst du auch gut glauben, aber ich hau dich nicht. Weißt du, was Ryan mit mir macht? Wenn Komm ich schon, sage, ey, ich hab übrigens deine Frau gekloppt, weil wir ein Das sagt Spaß keiner von wollten. Uns, das muss ein bisschen eher ernst aussehen. Das wird eine unangenehme Sache, ne? Da ist ein Heli irgendwo in der Luft. Echt jetzt? Ja. Ah. Ist das ein Cop-Heli? Ich sehe es nicht. Ja, safe. Ja? Das ist FIB. Ja, scheiße. Das ist jetzt unangenehm. Schade. Scheiße. Was ist. Fahren. Fahr wie ein junger Gott. Ja, kann ich erstens nicht. Es ist ein Helikopter. Ich kann Helikopter fliegen, nicht abhängen. Okay, ruf Hosse an. Wir brauchen schwarze GLS, 5 oder 6, die alle mit dazukommen und verwirren. Die haben dich so viele. Und außerdem anrufen gerade eine schwierige Sache. Ah, da kommt FIB hinter uns her. Gar kein Problem. Oh nein! Oh, okay, der Plan ist hinüber. Ich denke mir was anderes. Ich hau dich richtig schön in die Pfanne. Also, das ist natürlich vorausgesetzt, ne? Ja, klar. Wie klar? Das wird schon funktionieren. Was machst du? Umdrehen. Warum? Rechnen die nicht mehr. Klar. Ah! Junge, die haben aber auch Bock. Oh, scheiße, die finden uns so nicht rammen. Ne? Ich habe keinen Bock hier mit einem gebrochenen Arm oder sowas rauszugehen. Ne? Ich setze mich gerne in den Knast, kein Problem. Aber kein Bock auf einen gebrochenen Arm. Scheiße. Hast du an mich wackeln jetzt nicht verstanden? Das war lustig. Oh, ich hab... Was ist das? Whisky auf dem T-Shirt? Ja, klar, natürlich. Schieber. 28er, richtig gut. Der richtig gute Stoff. Also, ja, ehrlicherweise finde ich es gut, wenn du dein T-Shirt ein bisschen auswringen könntest, damit man den noch trinken kann. Der war echt teuer. Kommen wir hier durch? Nee, das ist schade. Oh, knappi, du. Ja, leider ist Bennett auch scheiße. Leider ist Bennett auch scheiße. Ha!
Scheiße. Wir haben sie echt alle auf uns. Oh, fuck. Lallen. Wie lallt man nochmal? Ja, das wüsstest du, das müsstest du ja genau wissen. Schnauze. Bis gleich einer von denen sauer wird und uns hardcore von der Straße rammt. Ja, bis gleich irgendeiner sagt, wir eröffnen das Feuer. Haha. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gibt's da nur einen Ausgang? Nein. Einen Eingang? Ja. Also wissen die jetzt, wo wir rauskommen? Nein. Müssen sie auch erstmal ordentlich durchkommen. Ja. Oh, mir wird schlecht. Doch zu viel Alkohol. Es ist smart, ja. Hä? Jetzt irgendwo abbiegen in die andere Richtung. Ja, das wäre richtig nice. Hier zum Beispiel. Oh scheiße, jetzt kommen wir ein PD raus oder so. Auch unangenehm. Schaffen wir. Gibt's hier irgendwo eine kleine Treppe hoch? Das kann gut sein. Das wäre halt nice. Die hier zum Beispiel. Auto stehen lassen und rennen? Ja, let's umziehen? Ja. Dann gleich nicht mehr. Jetzt? Meine Fresse. Was? Einfach wie so ein komisches Pärchen einfach gehen. Ja. Anders smart. Aha. Camacho. Nee, alles gut, kein Stress. Bennett! Oh Gott, pass auf, Mann. Was hast du gesagt? Von der Palitobay oder so. Wer hast du gesagt, mal, wer ich bin? Ruf, keiner, der hat nicht nachgefragt. Oh. Ruf den direkt an und frag den, was mit dem ist. Wir müssen mich dringend umziehen. Ich sehe ja jetzt ganz anders aus. Fahr, mach Palito, ich zieh mich um, dann haust du mir eine rein, dann fährst du weit von da weg. Ich irgendwo an den Strand oder so. Ich hol mir gleich Buttermilch. Ich will schön einreiben. Bei mir kann ich hier reinlegen, glaube ich. Aha. Ja, Entschuldigung. Was? Du hast mich nervös gemacht. Eine Hose, Sneakers und Hemd. Da, ich hab den Grab gesagt, er soll meinen Hut entsorgen. Warte, ganz kurz. Zack. Einen Porsche. Keine Ahnung. Irgendeinen neuen Schlag mich tot. Ja, ich Kennzeichen, keine Ahnung, Mate. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die ist auch zum Haus. Da stand nur. Was stand denn da noch? Hat nichts anderes, wofür die, glaube ich, einen Schlüssel haben. Ja, keine Ahnung. Ich habe die abgeholt. Wir wollten zum Taco-Laden fahren. Dann hat sie gesagt, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe sie unterhalb des Hauses rausgelassen und bin schon mal losgeflogen. Und dann habt ihr angerufen. Okay. Okay, nicht mehr auf die Lippe, nicht auf die Nase. Die ist hübsch. Okay, aber der GLS, der gerade eben an der Church war, als ich da war, das warst du. Aber unter, also hier, dass der in Untergrund ist, da habt ihr alle Ausgänge gecheckt, oder was? Okay, perfekt. Warte, der Kennzeichen? Bis dann, ciao. Auf den G. Nee, das ist den du eingepackt hast. Okay, nicht auf die Nase, die ist hübsch, auf die Lippe. Okay, auf drei, ja? Okay, eins. Eins. Meine Fresse! Was ist das? Oh. Blutet's? Nee, oder? Ja, natürlich. Oh, nichts ja. Anderes erwartet bei so einem Kantenschlag. Okay, pass auf, noch einen. Was? Andere Seite, jetzt mach schon. Was vielleicht Richtung Auge, oben am Auge eher, damit das blau wird noch. Am Auge? Bist du blöd? Komm schon, das muss okay. Echt aussehen. Dann aber Rückhand, okay. Ja? Ich möchte da nicht wehtun. Also bin vorbereitet. Guck mal, da unten ist ein Penny. Wusste, oh Gott, das ist aber auch unangenehm hier, Mann. Kann ich bitte... Gib mir mal Stück von deinem Penny, ich muss meine Hand abwischen. Das tut so weh. Blut. Mm. Das sieht auch nicht gut aus, okay. Wirklich. Hat so ein Vampir-Sing da oben irgendwie? Ah, fuck. Das blutet so schlimm. Mm. Okay, also spricht wie ein 13-jähriger, schwarze, gegelte Haare, richtig? Aha. Okay, dann zisch ab. Später. Bis später.
sie. Er könnte nicht lachen. Nicht lachen. Hey. Was zur Hölle? Warum hier? Wie geht's dir? Alles gut? Keine Ahnung. Mein Gesicht fühlt sich an, als wäre ein LKW drüber gefahren. Ich glaube, das... Er hat zumindest aufgehört, hier in der Lippe zu bluten. Bin da vorne an den Gleisen niedergeschlagen worden. An den Gleisen? Da hinten? Oder wie bei dem komischen Alien? Hey, alles gut? Hey, nein. Was heißt nein? Was ich hast du? Was fehlt dir? Dröhnt. Ich... Au! Ist das ein Pfeilchen? Fuck, Mann. Okay, hat mir irgendjemand zumindest ein Tuch, um das Blut hier abzuwischen? Ja, warte. Lippe... Keine Ahnung, ja, blutet es am guck Auge? Guck mal gerade, ich will verschiffen. Ich mach vorsichtig. Das tut logischerweise weh, kann ich auch nicht ändern. Keine aber Ahnung, das blutet das am Auge oder ist das nur dick? Es fühlt sich an, als hätte ich einen Elefantenkopf. Kannst du laufen? Ja. Ja, nein, es tut einfach nur alles sehr weh. Gut, warte. Fuck, Mann. Mach die Türe auf. Danke. Gut. Einigermaßen, also sie ist verletzt auf jeden Fall. Wo fahren wir jetzt hin, Jungs? Krankenhaus. Fahren jetzt Krankenhaus, Rabe. Yep. Oh Gott sei Dank. Jo. Ich hab Rabe irgendwie noch versucht, was Nachricht zukommen zu lassen, aber keine Ahnung. Ich hab den Anruf bekommen und ich hab dann direkt Warns gegeben. Rabe und ich waren am PD und wollten vielleicht nochmal abchecken, voll, ob wirklich nichts mehr in der Akte steht. Ich hatte was zu Hause vergessen und hab Rabe gefragt, ob er mich nochmal kurz nach Hause bringen kann. Der hat mich nur abgesetzt. Ey, die Lippe hört auch nicht auf zu saften, ey. Naja, und das nächste, woran ich mich erinnere, sind zwei Typen, Sack über den Kopf, zack, im Kofferraum, haben aber da vergessen, mir das Handy wegzunehmen, deswegen hab den irgendwie runtergezogen gekriegt und konnte einen Anruf machen, aber dann war auch schon Stopp und hab die erste verpasst bekommen, keine Ahnung, zwei maskierte Typen. Der eine schwarze, hochgegelte Haare. Die Stimme kam mir super bekannt vor. Von den schwarzen, hochgegelten Haaren? Kein, nicht so ein Wasserhahn-Dialekt oder sowas. Den anderen irgendwie gar nicht. Und der mit den schwarzen Haaren meinte dann nur, sorg für die Abreibung, ich brauche ein Alibi. Und dann ist der mit mir, keine Ahnung, bin dann, wie gesagt, im Kofferraum eingesperrt worden, ohne Handy. Ich meine, ich hätte auch eine Sirene gehört, aber vielleicht hat mir mein Kopf auch einen Streich gespielt. Es brummt alles. Moment. Oh, ich schätze, ich mach. Danke. Ich weiß ja nicht so fit gerade zu sein, dass Laufen angeht. Das ist eine Katze. So, jetzt bräuchte ich auch nochmal die Aufklärung. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, wenn ich das wüsste. Mich haben zwei Typen überfallen und mich gefesselt und mir mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ja, das gucken wir uns Ganze mal an. Wir können ja laufen. Entweder hat der mir ja die Lippe blutig geschlagen oder ich habe mir sie aufgebissen. Aber ich schmecke die ganze Zeit Blut. Okay, ja, das. Boah, ich krieg die Tür nicht auf. Ja, das ist Licht. Wir brauchen dringend wieder einen Hausmeister, der die Türen hier ölt. Ja, oder ich mehr Krafttraining. Lässt sich auch einrichten. Die Physiotherapie arbeitet da an Konzepten. Das klingt gut. Oh, mein Schädel brummt, meine Fresse. Ich würde trotzdem einmal bitten, dass Sie einmal A machen, dass ich einmal in den Mundraum schauen kann, ob da irgendwas noch kaputt ist. Ich leuchte da einmal rein. Ja, ich hole mal so eine... Alles gut. Ja, ich sehe da was. Das ist aber nicht allzu wild. Das war dein Finger! Ja, das auch, aber was hast du gedacht? Einmal hinten checken, ob der Zäpfchen noch da ist. Ja, aber ich musste dahin, weil ich immer Tränen in den Augen, wenn ich würgen muss. Ja, das Problem ist, wenn ich nicht weiß, ob das Blut von der Stelle, von der Lippe kommt oder ob das Blut von der Stelle selber im Rachen kommt, dann hole ich die dreifache Dosis. Nee, jetzt ist es tatsächlich noch frisch. Jetzt weiß ich noch grob, was passiert ist. In zwei Tagen wieder nicht mehr. Nee, das dürfte kein Problem darstellen, gleich eine Aussage zu machen. Prima. Also Sie sind ja soweit auch fit. Sie wirken jetzt auch nicht verwirrt und auch nicht dämmerig oder ähnliches, dass man sagen könnte, es liegt eine Gehirnerschütterung vor. Von daher. Einfach nur ordentlich Kopf wummern. Wobei, es ist jetzt viel dumpfer. Ja, das macht das Medikament. Das ist angenehm. Ja, wenn ich das nächste Mal einen Kater habe, komme ich auch zu Ihnen. Nee, da hilft dann tatsächlich eher so ein Elektrolysetropf. Na gut. Weil der liefert dem Körper alles, was er immer braucht.
Das ist so ein Booster. Zur Not reicht auch einfach ein Brot mit Frischkäse und ein bisschen Salz drauf. Ja. Boah, jetzt krieg ich Hunger. Was mit meinem Donut? Ich hab auch noch frische Erdbeeren und natürlich das Wichtigste. Mein Gott. Keine Tröte. Boah, okay. Das hat das Kopfhörer wieder ein bisschen hervorgeholt. Oh nein, Entschuldigung. Alles gut. Ihre Begleitschaft warten vorne vor dem Raum. Dankeschön. Was kriegen Sie von mir? Ach ja, stimmt, eine Rechnung. Das vergesse ich immer wieder. Mensch. Dann wären das tatsächlich einmal $300. Machen Sie 1000 bitte. Vielen Dank. Dann bekomme ich einmal unten links ein Autogramm. Brauchen Sie den Durchschlag oder darf ich den Leitstein gleich an den Kopf werfen? Ja, können Sie. Wunderbar. Dann kommen Sie mit raus. Guck mal, eine Eskorte von von drei Medizinern und einem Prakti. Bido. Für mich wichtig. Ich sag immer, die größte Gang ist hier gerade im Berg. Warte, das muss alles seriöser laufen. Warte, ich muss noch winken. Ob eventuell der Einsatz wichtiger ist. Ich kann hier nicht so brüllen, nicht so brüllen. Oh, mein Kopf. Hallo? Wie wär's mit Flüstern? An einem Supermarkt bin ich. Wer bist du denn? Ich bin der Rüdiger. Wer soll ich sein? Na, ich habe dich ja ewig nicht gesehen. Wie geht's? Hier nicht drücken. Mir geht's schlecht. Alles gut. Drück sie. Du musst mich fragen, oder? Ja, ein bisschen verprügelt geht's mir, aber sonst easy. Aber Double D, sieht gut aus. Der will Praktikum machen. Ja, danke schön, du nicht. Wow, danke. Aua, okay, ich wollte dir gerade Donuts geben. Ich lass es. Herr Howard, dann gute Besserung. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, tschüss. Wenn Sie mal was brauchen, sagen Sie Bescheid, ne? Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Wanting more, I let it go. Holding on to